Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Wolfenstein 3D's zweites Add-on Mission to Danger von Spear of Destiny Level Nummer 18, wo wir ein Geheimnis und vier Gegner haben. Und fett Ausrüstung. Durch. Jetzt kommt er. Schön. Haben wir den schon mal platt. So, das war jetzt eine Fledermaus, ne? Genau, zwei Gegner fehlen noch. Wir sind jetzt unten. Genau. Und das war's. Keine Gegner mehr. So, und zwar können wir... Einmal hier in jede Ecke, dass ihr das seht. Also der vorletzte Gegner, der war ja irgendwie Jason, ne? Zumindest sah der so aus, dass er irgendwie aus wie Nummer 5 lebt hier. Damit ihr mal so einen Eindruck davon bekommt, wie die Karte hier aufgebaut ist. Eigentlich ziemlich symmetrisch. So, und genau hier oben in dieser Ecke, dieser Block hier, sieht so aus. Seitlich, ganz wichtig, seitlich wegschieben. In welche Richtung seitlich ist völlig wurscht, aber nicht nach hinten, weil dann steht er hier und ihr kommt hier nicht mehr in die Ecken. Und das war's auch schon vom Geheimnis hier. Mehr Geheimnis gibt's hier nicht. So, jetzt überlege ich gerade das. Das hier ist keine Tür, ne? Achso, doch, ist eine. Ach, guck mal. Ist ja richtig was zum Ausrüsten. Na, hervorragend. Wir uns ja gar nicht hier so auf den Anfang beschränken müssen, wo er uns dann natürlich gleich reingedrängt hat. Egal. Gut, dann huschen wir mal gleich hier durch. Und landen jetzt im allerletzten Level. Ohne Ladebildschirm wieder. Hier gibt es 5 Geheimnisse. Hier ist es im Grunde genommen das gleiche wie bei dem Endlevel vom ersten Teil, also von Spear of Destiny 1. Wir sehen hier noch einen Gegner. Also wir sehen einen Gegner und 8 Geheimnisse. Hier sind wieder Geister im Weg. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, euch die Geheimnisse zu zeigen, ohne drauf zu gehen. Man kann aber mal speichern hier.
Ja, ich muss jetzt hier quasi die Karte wechseln. Aber es wird so nix. Das Viech. Ach, es kam noch ein Geist von hinten. Okay. Nochmal von vorne. Was war hier mit Feigling? Wo ist er denn? Zeig, was du kannst, du Feigling. So, wo ist es? Innen drücken. So, jetzt stirbt man wieder aus irgendwelchen nicht erklärbaren Gründen. So, man sieht jetzt hier den Durchschnitt, den ich erreicht habe, aber nicht vergessen, ich habe ja ein paar Mal neu laden müssen und anders abgespeichert. Das habt ihr selber ja gar nicht mitbekommen. Ja, und in diesem Level gibt es 5 Geheimnisse. Keins davon habe ich geschafft zu entdecken. Ist das nicht toll? Das war so richtig schlecht. Das liegt eigentlich bloß an den Geistern. Wenn die nicht wären, sondern ganz normale Gegner wären, dann hätte ich es ja riskiert, weil dann hätte ich ja mal schnell mit Karte und euch das zeigen können. Aber so blind kriege ich es nicht hin. Tut mir leid an der Stelle. So, was geht denn hier jetzt wieder für ein toller Text? Du wurdest bei den alliierten Kräften auf einem Grashügel in der Nähe von den rauchenden Überresten des Schlosses Nürnberg
gefunden. Das ist irgendwie der gleiche Text wie beim Ende von Spear of Destiny 1. Der Speer klafft aus, ist in deinen verwundeten Händen, ist von deinen verwundeten Händen umschlossen. Eine dünne, flüsternde, rauchende Dampfschwade steigt von deinem Körper hinauf. Das Gras um dich herum und unter dir brennt von Feuer. Im Krankenhaus der alliierten Kräfte erzählst du niemanden von diesem furchterregenden finalen Kampf mit dem Engel des Todes. Es könnte sie denken, dass du verrückt geworden bist. Aber du trägst immer noch die Wunden von einem der anderen großen Feinde dieses Schlosses an dir oder auf dir. Dunkel und tödlich. Ist er immer noch präsent in deinen Erinnerungen. All nur um das Kämpfen um dieses heilige Relikt davor zu beschützen, das ist Hitlers verwirrte, kranke Träume wahr werden lässt. Jetzt, wo der Speer weg ist, wird das Dritte Reich fallen. Und möglicherweise wird es nie wieder aufstehen oder auferstehen. So, du bekommst eine große Belobigung von... wir schulden ihnen eine Menge Dank, Mr. Blaschkowitz. Sie haben ihrem Land sehr hervorragend gedient. Jetzt, wo der Speer verschwunden ist, sind die Alliierten endlich in der Lage, Hitler zu zerstören. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau, gleiches Ende quasi. Nur andere Level bis dahin. Gut. Und das waren quasi die letzten zwei Level, nämlich Level 18 und eigentlich Level 21, weil das ist das gleiche Level, nur ohne Ladebildschirm dazwischen. Und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und selbstverständlich machen wir auch noch den dritten Teil hier. Wäre sonst was, wenn ich jetzt hier einfach nach dem zweiten aufhören würde. Also, freue ich mich fürs Zuschauen. Und wir gucken uns im nächsten Video das erste Level der dritten Mission von Spear of Destiny an. Also, bis gleich. Tschüss.